Willkommen zu einem neuen Beitrag. Ist die Erde rund oder flach? Als ich zum ersten Mal etwas von einer flachen Erde gehört habe, habe ich mir nur an den Kopf gepackt und gedacht, was ist das schon wieder für ein Humbug? Wer kommt auf so einen Schwachsinn? Da ich euch für ein und alle Mal sagen möchte, wie es ist und euch nicht verwirren will, hier die Lösung. Alle Planeten in unserem Sonnensystem sind mehr oder weniger rund. Warum also soll die Erde als einziger Planet nicht rund sein? Die Erde ist zwar nicht so glatt und rund wie eine Murmel, denn die Erdoberfläche hat überall Beulen und Dellen und Erhebungen. Sie sieht eher aus wie eine Kartoffel. Auch ist die Schwerkraft nicht überall gleich. Aber das ist ein anderes Thema. Von Weitem aus gesehen erscheint die Erde rund, weil die Atmosphäre, die sie umgibt, auch eine runde Blase ist, in der sich die Wolken tummeln, und es ist ein sehr schönes Bild von außen. Also, die Erde ist rund und keine Scheibe. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit die Augen öffnen, und ihr müsst nicht mehr weiter rätseln, welche Form die Erde hat. Obwohl, ist es eigentlich nicht egal, welche Form sie hat? Denn wir leben schon so lange hier, und so wie es ist, ist es perfekt. Da spielt es keine Rolle, welche Form etwas hat. Aber in der Natur kommen sehr viele runde Formen vor, weil es einfach eine super Form ist, die sehr in sich stabil ist. Irgendwann wird wohl mal einer kommen und sagen, die Erde ist ein Quadrat, wer weiß. Das lässt die Gerüchteküche wieder brodeln, aber dann wisst ihr ja, kann ja nicht sein. Sie ist eher eine Kugel. Wenn ihr Astralreisen macht, dann könnt ihr euch die Erde auch selbst anschauen, wie sie ausschaut, falls ihr mir nicht glauben solltet. So, das war es erstmal zu diesem Thema. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt das Video mit euren Freunden und gebt mir ein Like. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert mich und klickt auf die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Eure Mokka-Sternchen.